So, hallihallo, willkommen zum Let's Play von Scribblenauts Unlimited. Ein saufüßes Knuddelspiel, was ich auch euch mal zeigen wollte. Deswegen fangen wir direkt an und schauen mal. Unsere Geschichte beginnt mit Opa Edgar und Oma Julie. Es ist schwer zu glauben, aber Opa Edgar war eins der berühmtesten Abenteurer der Welt. Oma Julie sah das ganz anders. Auch sie war eine Abenteurerin. Edgar entfernte oft Ranken und öffnete Türen, die seit Generationen verschlossen schienen. Fand dort dann aber Julie beim Picknick vor. Und so wetteiferten sie gegeneinander Abenteuer um Abenteuer. Einmal kam Julie Edgar beim Erklimmen einer verschollenen Pyramide zuvor. Doch der Schatz, den sie oben entdeckte, war ein Verlobungsring. Die beiden zogen sich etwas zurück, um eine Familie zu gründen. Und die Familie wuchs, bis es 42 Kinder waren. Wie viele? Eines Tages gaben Mama und Papa Maxwell und mir zwei tolle Geschenke. Das erste war ein Zauberglobus, mit dem man überall hinreisen konnte. Das zweite war ein unglaubliches Notizbuch. Man schrieb dort ein beliebiges Wort hinein und dieses wurde dann Wirklichkeit. Unsere Eltern befürchteten, dass wir verwöhnte Belger werden würden. Deshalb schickten sie uns los, um uns den Herausforderungen der Welt zu stellen. Auf dem Weg in die Stadt trafen wir einen alten Mann, der sagte, dass er hungrig sei. Maxwell erschuf etwas, um es ihm zu geben, spielte ihm aber einen gemeinen Streich. Der Apfel war faul. Der alte Mann spuckte ihn sofort wieder aus und wurde sehr, sehr böse. Da sprach er eine Art Zauberspruch, nannte uns verwöhnte kleine Belger und verschwand. Zunächst schien es, als sei nichts passiert. Doch als Maxwell weitergehen wollte, konnte ich ihm nicht folgen. Der alte Mann hat mich mit seinem Fluch zu Stein verwandelt. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Zum Glück war die Farm unseres Bruders Edwin in der Nähe. Mann, ihr hättet sehen sollen, wie sauer Edwin war. Er konnte nicht glauben, was wir mit dem alten Mann gemacht hatten. Er meinte, wir hätten die Strafe verdient. Zum Glück wusste Edwin über Starrites Bescheid. Starrites sind magische Objekte, die aus der Freude anderer entstehen. Wenn man genug tut, um andere glücklich zu machen, findet man ein Starrite. Wenn Maxwell mit Hilfe des Notizbuchs Gutes tut, kann er hoffentlich genügend Starrite sammeln, um meinen Fluch zu brechen. Maxwell rief: Genau, ich werde losziehen und so vielen Leuten wie möglich helfen. Ich werde alle Starrites auf dieser Welt finden und dafür sorgen, dass es dir wieder gut geht, Lily. Und so schnappte sich Maxwell das Notizbuch und machte sich auf den Weg. Und dort beginnt unsere Geschichte als Maxwell, der seiner Schwester helfen möchte. Hallo. So, die Grundlagen. Verdiene dir einen Starit, indem du Edwin mit seinem preisgekrönten Schwein hilfst. So, verwandle das schwächste Schweinchen des Wurfs in ein preisgekröntes Schwein. Beschreibe ein Objekt, das Maxwell beim Schrubben des Schweins hilft. Tippe etwas, um das Schwein zu reinigen. Wie wär's mit einem Wischmopp? Aha. Säubern. Klicke auf den Fortschrittsbalken für den aktuellen Hinweis. Das nehme ich erstmal. Genau. Wegschmeißen. So. Das Schwein sieht großartig aus. Benutze jetzt ein Adjektiv, um das Schwein größer zu machen. Hilf dem Schwein, den Talentwettbewerb zu gewinnen. Verwende ein Adjektiv und ein Nomen, um Flügel zu schreiben, die groß genug sind, um das Schwein zu tragen.
Tipps werden im Laufe der Zeit entsperrt. Klicke auf das dazugehörige Objekt, um den Tipp zu erhalten. So, Tipp. Es braucht große Flügel, die ihm helfen zu fliegen. Okay. Wie wär's mit... Schmetterlingsflügel. Der magische Rucksack bewahrt Objekte für später auf. Wirf die Flügel in den Rucksack und warte, bis die Richter angekommen sind. Rucksack. So, dann stellen wir uns im Rucksack, nehmen unsere Flügelchen, gehen raus und packen sie unserem Schweinchen an. Bla 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 bla. Aha. Hihi, erster Platz. Und da haben wir auch schon unseren ersten Steriden, den wir gleich aufsammeln. So, verdiene die Splitter, indem du anderen hilfst. 10 Splitter ergeben einen Starit. Verwende Starite Vision, um Splitter zu finden. Genau, kannst du sehen, wer gerade eine Aufgabe für einen hat. Das ist ganz cool gemacht. Hilf dem Samen zu wachsen. Okay. Wie wär's denn mit... Okay, das bringt leider Gottes wohl nichts. Der gute. Oh! Oh! Verzeihung. Die Pflanze hat die anderen Splitter Gelegenheit verdorben. Setz das Level zurück, damit du diese erledigen kannst. Deine bereits erworbenen Splitter bleiben erhalten. Das war nicht so gut. So, zurücksetzen. Ja. Also, düngen sollten wir das Pflänzchen nicht. Der Notizblock kann viele Dinge erschaffen, allerdings sind Anzüglichkeiten, kopiergeschütztes Material und Eigennamen nicht erlaubt. Hilf mir. Okay, warte mal. Was möchtest du denn, Schnickchen? Mein Kätzchen steckt oben im Baum, versuche es für mich runter. Alles klar. Schaffen wir eine Leiter. So. Ich nahm uns das Kätzchen. Erstmal hätscheln. Erstmal gehätschelt, aufsammeln. Und dann geben wir es. Kätzchen kommen nach Hause. Sehr schön. Huch. Glückwunsch, die Grundlagen zu lernen war nur der erste Schritt, um Lilly zu retten. Nutze die Bushaltestelle, um deine Reise in die Hauptstadt zu beginnen. Ja, ich will erstmal gucken, ob wir hier vielleicht nicht doch noch was Schönes haben. Klick auf Maxwell und dann nimm Avatar, um als einer von Maxwells freigeschalteten Brüdern zu spielen. Genau, man kann nämlich schauen, mit der Zeit schaltet man seine Brüder frei. Ich könnte jetzt beispielsweise den Typen hier nehmen. Oder aber ihn halt bearbeiten, ne? Aber, ja, das kann man alles machen, braucht man aber jetzt gerade nicht. Zurück. Aber was wir uns machen können... Gib ein Wort ein und klick auf. Ja, ja, ich weiß. Zieh Kleidung rüber auf Maxwell, damit er sie trägt. Die meiste Kleidung gibt es nur in Maxwells Größe, aber Hüte sind eine Einheitsgröße. Wo ist denn mein Maxwell? Ich will den gar nicht spielen. Ja... für meinen Standard-Maxwell-Spiel. Und der zieht jetzt sein Bananenkostüm an. So. Bin ein Bananen. So, schauen wir mal. Das hätten wir geschafft. Haben wir vielleicht trotzdem noch irgendwas? Nö. Okay, dann fahren wir in die Stadt. In die Hauptstadt.
Willkommen in Hauptstadt. Da sind auch viele unglückliche Leute. So, wie wär's denn nochmal mit? Packen wir mal in unseren rein. Ich würde mir auch gerne mein Bananenkostüm. Warte mal. Das Bananenkostüm packe ich mir auch mal in den Kühlschrank rein, damit ich das nicht immer wiederholen muss. Gibt es eigentlich so etwas wie ein Katzenkostüm? Kochkostüm, Katzenkostüm. Ja. Dann nehmen wir noch die Flügelchen dazu. Können wir nämlich auch fliegen. So, was gibt's denn hier zu tun? Erzähl mir, ich will unterhalten werden. Okay, wie wär's mit einem Clown? Sehr schön. So, was ist denn mit dir? Ich stehe im Parkverbot. Das ist ganz schlecht. So. Verwende dies, um mehrere Objekte miteinander zu verbinden. Wofür kommt er? Der hat sein. Oh Gott. Der hat seinen Notizblock geschmissen. Die Sau. Oh, das ist bestimmt noch ein Problem, oder? Schauen wir mal kurz. Sieht aus wie einer von Maxwells Brüdern. Aber fliegen wir erstmal hier rüber. So, was möchtest du denn gerne, Opi? Ich will über das Meer reisen. Okay, er will über das Meer reisen. Na, mit U-Boot ist das doch bestimmt cool. Das ist ja lustig. So, genau, jetzt können wir nämlich hier runtergehen. Wir kommen in den Hauptstadt Abfluss. Sieht böse aus. Okay, schauen wir mal. Wer möchte denn was? Die anderen Fische machen sich immer über mich lustig. Hilf mir, sie zu vertreiben. Verzeihung, ich wollte dich jetzt nicht aufnehmen. Hilf mir, sie zu vertreiben. Fisch des Grauens. Das findet er gut. Okay, was möchtest du denn Schönes? Ich bin bereit dafür, dass ein neuer Schwarm einzieht. Okay, wie wär's mit... Ganz viele Cookies. So, was hätten wir denn hier? Es muss einen besseren Weg geben, um diesen Müll zu entsorgen. Kannst du hier was tun? Oh, ich habe den Müllmann in den... ich weiß nicht. Ich glaube, man kann die Dinger auch irgendwie kaputt machen. Ich glaube, du kannst wegfreuen. Sehr schön. Oh, was bist du denn für einer? Huch, ich habe immer hier unten gelebt. Ich weiß nicht, wie ich aussehe. Okay. Es kommt auf die innere Qualität an. Verzeihung. Okay, wer ist denn hier unten noch so? Was ist denn mit dir los? Sei ein Kumpel und hilf mir auszubrechen. Brauchen wir eine Baumschere.
Verbrechen zahlt